Hallo, morgen ist es soweit. Meine Mutter kommt mal wieder zu Besuch und das habe ich als Anlass genommen, komplett alles blitzeblank zu putzen und aufzuräumen. Und deshalb bekommst du heute die volle Ladung, eine ganze Stunde Putzmotivation von mir. Mein Name ist Elisabeth und ich nehme dich heute dabei mit. Insgesamt habe ich geputzt, also in Echtzeit, circa 5 Stunden, also 4 bis 5 Stunden hat mich das in echt gedauert. Ja, genau, wie gesagt, jetzt das Video ist eine Stunde lang geworden. Ich habe ein paar kleine Pausen zwischendrin eingelegt. Ja, aber ich war wirklich ja, kaputt danach, kann man sagen. Aber ich habe sehr, sehr viele Kommentare bekommen von meinem Mann, wie ordentlich es ist. Und ich habe mich absolut wieder wohlgefühlt bei uns zu Hause. Und wir haben es auch wirklich ein paar Tage schleifen lassen. Zuletzt und deswegen sah es auch dementsprechend aus. Gestartet habe ich im Spielzimmer bei uns. Ja, also die Kinder haben sehr, sehr viel gespielt. Da habe ich jetzt alles wieder an Ort und Stelle gebracht. Da hat eigentlich jedes Teil so schon seinen vorgesehenen Platz, was natürlich sehr, sehr gut ist zum Aufräumen, weil man da einfach nicht mehr überlegen muss. Ich habe heute auch viele Oberflächen wieder feucht abgewischt und da ist dann doch immer einiges an Staub und Dreck dann noch so, ja, hier in den einzelnen Fächern zum Beispiel. So, in der roten Kiste ist ein Block, da habe ich dann die benutzten Blätter einfach rausgerissen und entsorgt. Ansonsten ist in der Kiste eigentlich auch gar nicht so viel drin. Ist immer gut, wenn noch so ein bisschen Platz frei ist, wo dann eventuell noch neue Spielsachen und so weiter dazu können. Und als allererstes natürlich immer den Boden freiräumen. Den Müllsack habe ich immer dabei beim Aufräumen, weil es gibt immer so viel, was dann in den Müllsack kommt. Und da muss ich nicht jedes Mal zum Mülleimer rennen. Wir haben auch echt zu wenig Mülleimer im Haus rumstehen, fällt mir dann jedes Mal auf. Also ich müsste dann irgendwie wirklich immer einen Mülleimer suchen gehen bei uns zu Hause. Nee, aber deswegen habe ich immer einen Müllsack dabei. Und der Staubsauger, der ist leider nicht so gut geeignet für so hohe Teppiche, also für den Teppichboden hier. Deswegen kann ich den nur in eine Richtung ziehen. Ansonsten würde sich diese Rolle vorne drin nicht drehen. Ja. Deswegen staubsauge ich hier etwas, ja, anders. Und das, was du da siehst, das ist ein Fummelbrett, was ich selber gebastelt habe für meine jüngste Tochter. Sie liebt das. Es ist wirklich richtig genial. Es ist wirklich cool. Fensterbretter abwischen. Einmal die ausgetrocknete Blume wieder richten. Die anderen zwei sind aus Plastik, deswegen sehen die so gut aus. Und dann hier einmal komplett hinter dem Kletterturm der Kinder einmal saugen. Ja, heute machen wir es richtig, richtig gründlich und ja, jede Ecke wird geputzt. Ach ja, und ich habe den Staubsauger hier auf Eco umgestellt und habe dann gemerkt, dass die Rolle sich dann auch dreht, wenn ich wenn ich ganz normal staubsauge. Ja, aber das habe ich erst ja, später gemerkt. Und wie du merkst, habe ich mich hier wieder einmal im Kreis durchgearbeitet. Einmal von der einen Ecke im Kreis herum zur anderen Ecke. Ja, hier habe ich versucht, dem Pferd wieder seinen Halfter umzuziehen. Hat nicht ganz geklappt. Ich habe es dann draufgelegt. Die Kinder können das eindeutig besser. Und ich liebe einen frisch gesaugten Teppichboden. Die Tür hat unheimlich viele Fingerabdrücke, was weiß ich, woher die Flecken kommen.
Also die Türen muss ich wirklich sehr, sehr regelmäßig putzen. Die sind wirklich schnell verdreckt. Gerade komischerweise auf der Höhe von Kinderhänden. So, das erste Zimmer ist abgeschlossen, fertig, sauber, aufgeräumt, vorzeigbar. Ja. Und direkt weiter geht's dann nebenan im Flur. Da habe ich gar nicht so viel gemacht. Ja, hier einmal Toilettenpapier wieder zum Auffüllen herausgeholt, bisschen abgewischt und dann einmal den Flur rausgesaugt. Macht ihr das dann so, dass ihr erst komplett aufräumt und dann alles gesammelt saugt? Oder macht ihr das so wie ich, dass ihr auch Abschnitt für Abschnitt wirklich abschließt und fertig macht? Weil ich denke mir, wenn ich doch aufhören würde zu putzen, dann wäre das wenigstens in dem Bereich fertig. Wahnsinn, was da hinter der Tür liegt. Aber umso schöner ist es, wenn es dann wieder sauber ist. Im Anschluss ist das Gästebad dran. Da ist es nicht allzu viel aufzuräumen, aber zu wischen. Und wir haben ja nicht viel Stauraum oder viel Platz im Gästebad. Und umso wichtiger ist es, dass die Schubladen einigermaßen ordentlich und organisiert und aufgeräumt sind. Und das ist jetzt heute der Fall, dass ich die einmal komplett leer räume und dann wieder ordentlich einsortiere. Hier habe ich jetzt schon alles aus der Schublade rausgeräumt, auf den Boden gestellt und wische die Schublade einmal komplett aus. Da habe ich so Reste von Flüssigseife in diesen Beuteln, die beide noch halb voll sind. Genau, und ansonsten halt auch ein Duschgel und ein Schwamm und so Zeug. Ein Gesichtswaschgel. Genau, jetzt ging die Schublade nicht richtig zu, da musste ich dann nochmal umdisponieren. Dann die untere Schublade komplett leer räumen. Die war sehr chaotisch. So, ebenfalls einmal auswischen und abtrocknen. Und dann wieder einsortieren. Da habe ich noch zwei Ersatzhandtücher und unten dann eher so die Putzsachen. Da habe ich noch die Glühbirnen, die für genau die Badezimmerlampe dann als Ersatz bereit liegen. Genau, die Dusche, die Gästedusche, die wird bei uns eigentlich so gut wie gar nicht benutzt und deswegen muss ich die auch gar nicht groß wischen, sondern einfach nur einmal absaugen. Das grüne Licht von dem Staubsauger, das ist wirklich echt ziemlich praktisch, weil man sieht halt einfach, wie viel Staub da noch am Boden rumliegt. Und selbst der Verkäufer damals im Mediamarkt hatte uns gesagt, ja, das ist eher so eine Spielerei, das ist, ja. Aber ich finde es richtig gut. Also man kann das auch ausstellen, aber ich bin froh, dass es der Staubsauger kann.
Ja, und dann noch hier alles Mögliche einmal wischen. Hier die Leiste oben, die wird auch immer staubig. Und Türrahmen sind auch immer furchtbar dreckig. Hier noch die Ablage über der Toilette. Und da muss ich jetzt auch nicht viel hochheben zum Drunterwischen. Und allein deswegen habe ich nicht so viel Deko und Zeug da rumstehen. Eigentlich wollte ich nicht Fenster putzen, aber das Fenster war wirklich sehr, sehr dreckig. Da irgendwie so lauter kleine Flecken auf der Scheibe. Deswegen bin ich hier ganz vorsichtig auf den Toilettendeckel gestiegen, damit er hoffentlich nicht einkracht. Ich hatte kurz ein bisschen Angst, aber ist alles gut gegangen. Ansonsten wäre das Video noch lustiger gewesen. Ja, weiter geht's. Die Toilette habe ich natürlich auch geputzt. Sehr, sehr gründlich, aber das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Das finde ich irgendwie seltsam. Aber deswegen erzähle ich es euch. So, Teppich wieder hinlegen, Toilettenpapier auffüllen. Und ein frisches Handtuch und schon ist das Badezimmer fertig für meine Gäste. Und weiter geht's mit der Kindergarderobe. Also ich mache jetzt hier den Eingangsbereich und mache jetzt aber zuallererst die Kindergarderobe komplett fertig. Und zwar jetzt erstmal alles weg, sauber machen und dann wieder alles hinhängen. Hier benutze ich jetzt einen anderen Staubsauger, der von Miele. Der ist eigentlich mein Lieblingsstaubsauger, weil er ja gut funktioniert. Ja, er hat eine Aufgabe und die macht er ziemlich gut. Und jetzt wird alles wieder schön hingestellt und aufgehängt. Für die Mützen habe ich noch keinen Platz, die liegen momentan auf dem Kinderstuhl. Und pro Haken hänge ich dann maximal 2 Sachen auf. Die Handschuhe, die kommen dann in den Schuhschrank rüber. So, der Teil der Garderobe ist fertig und weiter geht's auf der anderen Seite. Erstmal alle Schuhe in den Schuhschrank hinein. Und obendrauf ist halt auch wieder Ablagefläche. Da legt jeder so sein Zeug irgendwie hin. Das ist ja eigentlich schon ganz gut freigeräumt. Der Rest kommt auch noch weg. Einmal drüber wischen. Und ja, nur ganz gezielt, ein paar Sachen dürfen da auch stehen bleiben. Die Fronten einmal wischen. Und dann ist hier noch restliche Pappe, die kommt direkt weg. Und dann wird hier einmal hinter dem Buggy in der Ecke vom Katzenklo sauber gemacht. Juhu! Dann wische ich hier einmal den Boden und das Fensterbrett ab. Dann liegt hier natürlich im Eingangsbereich
durchs Rein- und Rausgehen einiges an Dreck rum. Das sauge ich dann schnell weg. Und das sieht ja schon gleich viel schöner aus so. Und dann wische ich hier noch einmal mit Putzmittel. Das mache ich aber auch aus dem Grund gerade an der Eingangstür, weil ich mir dann denke, dass die Insekten oder die Tierchen das riechen und die mögen bestimmt kein Putzmittel. Und ich denke mir, dann bleiben die wahrscheinlich eher draußen, als dass sie da schnell reinhuschen. Das wollen wir natürlich nicht. So, und damit ist der Eingangsbereich auch fertig. Das heißt, wir gehen weiter und schauen ins nächste Übel, und zwar das Wohnzimmer. Das sieht auch aus. Ja, das ist jetzt dran. Und zuallererst kümmere ich mich um alles, was auf dem Boden liegt, und lege das auf, mein Müllbeutel ist wieder dabei, und lege das auf den Tisch. Und von da aus räume ich dann alles wieder an seinen Platz, beziehungsweise in den Müll. Und jetzt schmeiße ich einmal alles von der Couch runter, damit ich sie komplett absaugen kann. Das mache ich auch immer mit dem einen speziellen Aufsatz vom Dyson Staubsauger. Das funktioniert wirklich hervorragend. Man sieht ja dann am Ende, was im Behälter alles drin ist. Und ja, das ist teilweise schon echt erschreckend. Ja, aber auf jeden Fall kriegt man damit alle Polster oder Matratzen und so weiter wirklich sehr gründlich sauber. Und dann natürlich wieder schön die Kissen aufreihen. So, der Rest noch alles auf den Wohnzimmertisch legen und jetzt von da aus die Sachen wegbringen. Und da ich heute ja besonders gründlich sauber mache, kümmere ich mich auch um die Flecken von so Glitzerstiften auf dem Holztisch. Da habe ich einmal gedacht, ach komm, lass die Kinder kurz mit den Stiften, ist egal. Und das ist dann das Ergebnis, ja. Minutenlanges Schrubben. Aber ich habe die Flecken zum Glück alle wegbekommen, soweit. Aber es war halt dann doch echt für die kurze Zeit, die Kinder Spaß damit hatten, war es dann doch auch echt viel Zeit, die es dann wieder gebraucht hat, um die Flecken zu entfernen. Richtig schön zu sehen, wie der Tisch dann langsam wieder sauber wird. Und danach habe ich ihn dann auch eingeölt mit so einem Holzöl. Das mache ich so alle 2 bis 3 Monate, würde ich sagen, sodass das Holz dann wieder richtig schön glänzt. Und das mache ich dann auch meistens, wenn ich weiß, wir sind irgendwie nicht zu Hause oder so, dass die Kinder halt da nicht den Tisch brauchen. Dann haben wir hier die Ecke mit den ganzen Spielsachen. Da habe ich ganz grob ein bisschen aussortiert, alles, was ich so auf den ersten Blick gesehen habe, was ich in dem Korb nicht mehr haben will. Das kommt raus und einmal hinter den ganzen Spielsachen hier gesaugt.
Und dann natürlich noch den ganzen Teppich einmal gründlich absaugen. Der ist wirklich tippitoppi, der Teppich. Der ist total flauschig. Und wegen der Farbe haben, glaube ich, alle, die jemals bei uns zu Gast waren, den Kopf geschüttelt und gesagt, wie könnt ihr euch mit 4 Kindern einen weißen Teppich ins Wohnzimmer legen? Vor allem liegt er auch direkt neben dem Esstisch. Und er ist auch bei weitem nicht mehr so weiß, wie er mal war. Ich hätte auch Lust, da mal mit so einer, mit so einem richtig guten Reinigungsgerät da mal drüber zu gehen. Aber da muss ich mir mal irgendwas ausleihen. Ja, aber wir sind immer noch top zufrieden. Also so dreckig, dafür, dass wir den jetzt ungefähr ein halbes Jahr haben, ist er nicht. Und der ist einfach so schön weich und so schön hell. Ich wollte einfach nichts Dunkles da hinlegen. Und wir passen jetzt nicht so besonders gut auf. Da sind schon einige Flecken drauf, aber das ist völlig in Ordnung. Dann gibt es hier bei uns in der Nähe vom Eingangsbereich, ja eigentlich schon im Wohnzimmer, so einen Ablagestuhl. Und ja, wie man sieht, ist da ein Kinderanzug, Kabel, Taschen noch von unterwegs, die Babytrage. Die Babytrage ist auch was wir immer wieder suchen. Und wenn ich die brauche, dann brauche ich sie sofort, dann muss ich wissen, wo sie ist. Deswegen hänge ich sie wieder an ihren Haken zurück, wo sie auch hingehört, damit ich sie nicht suchen muss. Und dann räume ich da erstmal die Taschen noch aus. Da hatten wir einiges dabei. Dann waren wir beim Bäcker, hab noch Bodies gekauft. Ein Pulli von meinem Sohn wollte ich zurückgeben, der wurde aber nicht mehr zurückgenommen. Egal, dann wird er halt selber genäht. Das hat die Oma auch schon erledigt. Und dann kommt wirklich nur der nach draußen Gehanzug dann auf den Stuhl. Aber vorher habe ich sogar noch die Stühle alle abgesaugt. Beziehungsweise jetzt den einen und dann später, als ich im Esszimmer war, dann auch die anderen. So, fertig. Wieder den Anzug drauflegen und Flügel zumachen. Das sieht dann auch immer ein bisschen aufgeräumter aus, wenn der zu ist. Und dann schüttel ich unseren Teppich aus. Das muss ich auch wirklich regelmäßig machen, weil der Staubsauger das gar nicht alles rauskriegt. Also wenn man den ausschüttelt, da fällt einiges raus. Und auch wenn der Esstisch gleich erst dran ist, aber das konnte ich dann doch nicht liegen lassen. Noch ein bisschen Abendessen von gestern. Und dann sauge ich jetzt erstmal das auf, was alles aus dem Teppich rauskam. Dann wische ich einmal den Klavierhocker feucht ab, weil da einiges auch jetzt an Dreck draufgefallen ist beim Ausschütteln. Und ja, zack, fertig. Dann geht's weiter zum Esstisch. Als allererstes natürlich alles, was draufsteht, wegräumen. Und ich stelle eigentlich alles wieder erstmal in die Küche, was dann in der Küche verräumt wird. Was in Müll kommt, kommt direkt in Müll. Und so weiter. Hier, was in die Schublade kommt, auch direkt da rein, also in die Kommode. Da habe ich auch ein extra Video zu gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne tun, wie ich die Kommode komplett entrümpel und dann hier den Tisch komplett abwischen. Das sieht man zwar jetzt hier nicht so arg, aber auf dem Tisch sind unfassbar viele Flecken von verschiedensten Stiften und was weiß ich, Malaktionen drauf. Da traue ich mich gar nicht zu sagen, fast gar nicht. Ich sage es ja trotzdem, dass der Tisch damals 2.250 € gekostet hat von Hus Perfect. Wir haben den vor Jahren gekauft, der ist wirklich schon alt. Also ich schätze jetzt mal so 6, 7 Jahre vielleicht. Wenn du mich heute fragst, viel zu viel Geld für einen Esstisch. Aber egal. Deswegen haben wir den ja noch. Ja, und genau, jetzt sauge ich nämlich auch die anderen Stühle alle einzeln nochmal ab. Weil da wirklich wahnsinnig viel an Bröseln in den Ritzen liegt. Da hatten wir echt einmal einen Moment, als Freunde bei uns waren. Also waren sehr gute oder sind sehr gute Freunde von uns. Und dann hat sie halt
als sie sich hinsetzen wollte, gesagt, ah, kann ich mal kurz was zum Wischen haben, weil sie sich echt nicht hinsetzen konnte auf den Stuhl. Und seitdem habe ich da echt so ein Thema damit, dass ich dann besonders darauf achte, dass die Stühle auch sauber sind, weil mir war das echt unangenehm. Der war halt voller, der sah wahrscheinlich genauso aus wie der Stuhl hier gerade, bevor ich ihn sauber gemacht habe. Und ja, das war mir echt unangenehm. Obwohl es gute Freunde von uns sind. Wie macht ihr das denn? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Räumt ihr extra für Freunde auf? Oder denkt ihr, nö, wenn die kommen wollen, dann müssen die damit klarkommen und dürfen sich nicht beschweren? Weil damit habe ich echt ein Thema irgendwie. Da bin ich mir auch noch nicht ganz schlüssig. Aber ich meine, in erster Linie räume ich für mich auf und mache ich für mich sauber, weil es mir dann einfach deutlich besser geht. Das sagt man ja auch so, wenn man irgendwie im Außen aufräumt, dann fühlt man sich innerlich auch irgendwie aufgeräumter. Und das ist, also empfinde ich halt auch so. So, auch auf der Kommode sind einige Flecken von irgendwelchen Filzstiften, die ich halt so mit dem normalen Abwischen nicht wegbekommen habe, sonst die letzte Zeit. Deswegen bin ich jetzt hier mit Isopropanol nochmal drüber gegangen. Das ist so das Mittel, wenn irgendwelche Flecken nicht weggehen, dann probiere ich es mit Isopropanol und siehe da, erstaunlicherweise, es ist wieder schön sauber geworden. So, dann geht's weiter nach hinten und zwar Katzenfutter. Das ist auch immer so eine Ecke, die super schnell verdreckt, die man echt jeden Tag sauber machen muss. Und mindestens alle 2 Tage dann auch gründlich. Da haben wir einen eigenen Schwamm und ein eigenes Handtuch und ja, so eine eigene Bürste dafür, weil ich das mir überhaupt nicht vorstellen könnte, das mit dem gleichen Schwamm zu waschen, den wir auch für unsere eigenen Teller und Besteck und so weiter benutzen würden. Also wir verwenden auch nur eine Gabel fürs Katzenfutter und vermischen die dann nicht mehr mit unseren Gabeln. Und jetzt ist die Küche dran. Ja, alles, was natürlich auf dem Esstisch stand, steht jetzt hier drüben. Das kommt jetzt dann noch alles weg. Die Küche wird sauber gemacht. Und die Schublade, die jetzt da gerade offen steht, die ist dann danach dran. Da muss ich echt immer wieder drauf achten. Deswegen mache ich das auch so Schritt für Schritt. Wirklich eins abschließen und dann erst das nächste anfangen. Weil sonst würde ich es kreuz und quer aufräumen und putzen und wird am Ende überhaupt nicht fertig werden. Und hätte ein viel größeres Chaos als vorher. Weil ich in dem Moment, als ich die Schublade aufgemacht habe, habe ich gedacht, oh, die muss ich einmal komplett sortieren und muss mich dann aber dazu zwingen, erst die Küche, die Oberfläche, alles sauber machen und aufräumen und dann, wenn ich dann wieder dran denke, dann kann ich die Schublade machen. Weil sonst komme ich komplett durcheinander und würde wahrscheinlich alles gleichzeitig und durcheinander machen und das wäre nichts. Das Gleiche habe ich mir auch hier bei der unteren Schublade gedacht. Aber eins nach dem anderen. Jetzt sortiere ich hier die Mandarinen einmal aus nach den faulen, weil die so unglaublich schnell schlecht werden in dem Karton. Deswegen probiere ich es jetzt mal, die in die Schüssel zu legen, wenn ich sie jetzt quasi einmal alle in der Hand hatte und tatsächlich 2 verschimmelte gefunden habe. Gibt es dafür irgendwie einen Trick, dass die länger halten? Sollen die in den Kühlschrank? Und wenn die schwarze Oberfläche von der Küche geputzt ist, dann sieht es gleich so viel besser aus. Es ist einfach nur
da kann es noch so ordentlich sein, aber wenn die Oberfläche dreckig ist, dann ist es einfach dreckig fürs Auge, finde ich. Und deswegen finde ich, das macht immer so viel aus, wenn ich das dann gewischt habe. Und das ist auch so eine Sache, die würde ich wahrscheinlich nicht nochmal so machen. Also es gibt doch bestimmt, also ich glaube bestimmt hat doch jeder ganz viele Sachen, wenn man sie dann im Alltag irgendwie hat, so Entscheidungen beim Hausbau oder Hauskauf oder beim Küchenkauf oder was auch immer, die man dann im Nachhinein doch nochmal anders machen würde. Und das so die Küche, das wäre glaube ich auch was. Ich würde keine schwarze Oberfläche mehr nehmen, einfach weil ich es zu dunkel finde und weil es halt auch immer so dreckig aussieht. Und es sind jetzt auch keine echten Holzfronten, sondern das ja, sind nur so Folien oder sind halt so Fake-Holzoptik. Und heute putze ich auch wirklich alle eingetrockneten Flecken auf dem Herd weg. Da drücke ich ja manchmal beide Augen zu, aber heute habe ich alles weggeschrubbt. Ist die Geschwindigkeit so eigentlich für euch angenehm oder ist es zu hektisch? Also es soll ja auf der einen Seite nicht zu hektisch sein, es soll aber auch nicht zu langwierig sein. Und ich versuche da immer zu variieren und je nach Tätigkeit das anzupassen, dass es halt angenehm fürs Auge ist. Ja, wenn es da noch Verbesserungsvorschläge gibt, dann gerne her damit. Und fertig ist der erste Teil der Küche. Wunderbar, wunderschön. Da oben das Regal, das wird gerne mal vergessen beim Putzen. Also, ich rede von mir selbst. Niemand anderes putzt diese Küche oder dieses Regal. Und ja, das ist halt megamäßig verstaubt. Und obwohl es ja echt schnell gemacht ist, einmal alles raus, drüber wischen und wieder hinstellen. Da steht dann Zucker, dann Salz, Pfeffer und nochmal Salz. Und dann spüle ich natürlich noch die Sachen, die nicht in die Spülmaschine können. Alles noch mit der Hand ab, wie immer. Ja, und das ist jetzt wieder was, das hat der Patrick, mein Mann, mir gezeigt. Und zwar die Zebra-Rolle einmal so gegen den Wasserhahn zu drücken, dass da wie so ein Stempel oder, also das verschließt halt die Blätter und dass sie sich nicht von alleine aufrollt. Das kannst du mit Klopapier oder eben mit der Zebra-Rolle machen. Und erst habe ich irgendwie gedacht, naja, dann ist auch das erste Blatt gleich nass und nee. Aber wenn die sich halt wirklich immer von alleine so aufrollen, dann ist es auch nicht besser. Also deswegen mache ich das jetzt und finde es jetzt doch ganz gut. Würde das so als Tipp auch weitergeben. Oh, du meine Güte. Knoten in der Zunge. Aber ich bin auch einfach sehr geschafft vom Putzen. Das müsst ihr mir verzeihen. So, das Waschbecken ist sauber. Lappen aufhängen, frisches Handtuch aufhängen,
dass sich jeder seine Flossen abtrocknen kann. Und dann ist auch der hintere Teil der Küche endlich sauber. Und jetzt kann ich mich auch endlich an die Schublade machen. Die Schublade ist voller durcheinander halb geöffneter Taschentuchpackungen und Kabel und Blätter, Papiere. Die habe ich halt einfach wieder ein bisschen aufgeräumt und einmal ausgesaugt. Und das Einräumen von Taschentuchpackungen und sowas, das liebe ich ja. Das ist eine schöne Aufgabe. Die halbleeren Packungen kommen oben drauf, rein damit und fertig ist die Schublade. Ging dann doch sehr, sehr schnell. Und die nächste geht auch schnell. Also da stehen ja nur Gläser und Tassen drin und unsere Brotzeitboxen. Ja, einmal hier alles von A nach B schieben, einmal saugen, die ganzen Krümel. Und dann halt wieder schön ordentlich hinlegen. Ja, also alles ruckizucki und es sieht halt wirklich so viel sauberer aus danach. Ja, das sind wirklich Sachen, die machen dann voll Spaß, finde ich. Dann haben wir hier unsere Frühstücksschublade, bestehend aus Unmengen an Brötchen zum Aufbacken, Brot, wenn das nicht regelmäßig aussortiert wird, dann sammelt sich da Unmengen an altem, nicht aufgegessenem Brot und Müsli an. Und auch, ja, da haben wir noch eine Box mit Nutella und Honig und so weiter. Ja, genau. Erstmal, da muss wirklich erstmal alles raus und da muss ich alles in die Hand nehmen und entscheiden, dass, also ob es wieder reinkommt und wohin. Und auch die Schublade, weil da halt so viel offene Lebensmittel sind, die muss ich auch dann auswischen. Da reicht das Saugen alleine nicht. Und die ist dann wirklich wieder tipptopp schön sauber. Da ist noch ein hartnäckiger Fleck. Und auch hier bei der Box habe ich dann gemerkt, ja, die muss ich einmal komplett sauber machen. Ein altes Nutella-Glas habe ich auch aussortiert. Der Rest kommt wieder rein. Und dann ist es halt immer ein Ausprobieren, wie passt es gerade am besten, wie ist es am übersichtlichsten, dass man sieht, was noch da ist. So, bis alles seinen Platz hat und schön eingeräumt ist. Wunderbar. Und dann natürlich, wenn ich schon davor stehe, mache ich auch einmal kurz die Fronten. Und auch hier, wir haben jetzt hier rechts unten, wir haben vor kurzem nämlich umgeräumt in der Küche und da haben wir dann unten die Teller stehen. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber ich finde es dann doch echt praktisch und wollte es halt so für die Kinder organisieren, dass die selber in der Lage sind, ihre Teller rauszuräumen und auch die Spülmaschine zum Beispiel auszuräumen und die Teller wegzustellen. Dann geht es weiter mit dem Müll. Oh mein Gott, war der Müll übervoll. Ja, ich weiß nicht, warum es immer wieder so weit kommen muss, aber ja, der Papiermüll und der gelbe Sack, irgendwann stopft da jeder nur noch rein, anstatt den Eimer schnell zu wechseln. Aber mir geht es da ja genauso. Ich will da niemandem einen Vorwurf machen oder so. Auch beim Papier, da stapelt man irgendwann und balanciert die Sachen so lange aus und man hofft, dass es nicht der ganze Stapel umkippt. Aber
Jetzt war es dann wieder soweit. Der Papiermüll ist wieder schön leer, gleich zumindest. Erstmal ist es nämlich noch einiges an Arbeit, das alles platt zu machen und wegzuräumen. Da habe ich mir jetzt extra die Hausschlappen von Patrick ausgeliehen und trampel das ganze Zeug erstmal zusammen. Weil in der Papiertonne war nicht mehr sehr viel Platz und ich musste diese ganze Menge noch oben drauf pressen irgendwie. Ja, ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, dass ich das dann auskippen will. Es war dann doch nicht so eine gute Idee. Ich habe mich währenddessen umentschieden und ja, habe dann erstmal den einen Teil weggebracht und so weiter. Eine Menge an Papiermüll haben wir da angesammelt. Ja, aber wie gesagt, das hat schon lange auch keiner mehr ausgeleert. Tada! Wunderschön. Jetzt ist natürlich noch der Biomüll dran und der Restmüll. Also volles Programm heute. Den Behälter für den Biomüll schwenke ich dann einmal mit richtig heißem Wasser komplett aus. Und dann ist er eigentlich wieder richtig sauber. So einmal fix das Handtuch schön ordentlich reingelegt. Es war da so zusammengekrümpelt da drin gelegen. Und für den Papiermüll die allerletzte Papiertüte. Ich muss unbedingt wieder einiges auffüllen. Ja, ganz dringend. Dann wische ich einmal den kompletten Boden im Erdgeschoss. Das mache ich mit unserem Vorwerkstaubsaugwischer. Nicht nur Staubsauger, auch Saugwischer. Und ja, ich habe schon öfter gesagt, dass ich den super, super toll finde. Und da sieht man auch nochmal, wie fix das geht. Wie praktisch das ist. Also da muss ich jetzt nicht extra nochmal vorher alles saugen, sondern mache halt einfach beides gleichzeitig und der saugt halt auch wirklich, der wischt halt auch wirklich die Flecken gut weg. Das sieht man gleich nochmal an einem Fleck als Beispiel. Und ja, das war auch so eine Anschaffung, da habe ich jahrelang überlegt und habe es dann irgendwann gemacht und bin ja sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe einmal, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Hühler. Ich habe einmal den Hühler ausprobiert, aber ich würde, weil ich damit jetzt auch lange überlegt hatte und da viel Werbung gesehen habe und so weiter. Aber es ist für mich überhaupt kein Vergleich und ich bleibe bei meinem Vorwerkgerät und bin so zufrieden, wie es ist. Ja, man muss auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat. Und nicht immer nur besser, besser. Toller, neuer. Nee. Man darf sich echt nicht permanent oder zu viel influenzen lassen. Da muss man schon aufpassen. Sagt die, die mit einer Oceans Apart Hose rumläuft. Ihr wisst Bescheid. Hier sieht man jetzt nochmal an dem Beispiel, wie der Vorwerksaugwischer auch wischt. Das war jetzt in dem Fall ein Schoko, also die Reste von einem Schokocroissant, was am Boden eingetrocknet ist. Fragt mich nichts dazu. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Und dann hier am Esstisch habe ich mittlerweile auch so meine Technik entwickelt. Am Anfang habe ich alle Stühle weggeräumt, dann gewischt und dann wieder alle Stühle hingeräumt, teilweise halt auf den Tisch hochgestellt. Mittlerweile mache ich das wirklich so wie ihr es jetzt seht. Also ich schiebe die Stühle so ein bisschen hin und her und habe für mich festgestellt, dass das in Summe viel, viel weniger Aufwand ist.
Und dann arbeite ich mich hier noch so vor in Richtung Eingangsbereich, sodass die nasse Fläche auch immer so ein bisschen vor mir dann trocknen kann. Und was für ein Luxus das ist, wenn die Kinderfüße nicht sofort wieder eine Sekunde später da durchlaufen und ja, die Fußtapsen, die mache ich jetzt da gerade selber. Und es sieht einfach so schön aus, wenn der Boden noch gewischt ist. So, habt ihr auch eine Treppe, die eigentlich eine Ablagefläche ist? Bei uns ist es leider so, deswegen schaue ich, dass mindestens einmal am Tag die Treppe komplett leergeräumt wird. Ich habe auch so ein bisschen, dass jeder so seine Stufe hat, das System, aber auch nicht so richtig. Naja, auf jeden Fall, jetzt sauge ich die Treppe einmal von oben nach unten ab. Ja, das musste ich auch irgendwie erstmal lernen, dass es nur Sinn macht, von oben nach unten zu saugen und nicht umgekehrt. Ja, schlau, schlau. Und jetzt, wo der Weg nach oben sauber ist, geht's direkt oben weiter. Juhu! Ja, das war der Zustand, nachdem meine jüngste Tochter ein paar Minuten alleine oben war. Also zumindest das, was auf dem Boden liegt. Für den Rest kann sie ja nichts. Jetzt räumen wir erstmal die ganzen Spielsachen auf. Das sind ganz viele Einzelteile von Überraschungseiern. Und die sammle ich dann in einem Glas und das ist super. Das ist eine super lange Beschäftigung für die Kinder, mit dem Glas dann zu spielen. Mit den ganzen kleinen Spielsachen, die bei uns sonst immer sofort im Müll gelandet sind. Und ich wollte die Sachen nicht wegschmeißen. Und jetzt habe ich die angesammelt, jetzt haben wir ein ganzes Glas voll. Und jetzt sind die lange beschäftigt damit. Das ist echt toll. Das Bett abzuziehen und frisch zu machen gehört für mich immer zu einer Aufräumsession immer absolut dazu. Vor allem, wenn es eine Woche her ist, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Und deswegen einmal schnell das Bett frisch machen. Das ist ein paar Minuten Arbeit für so ein schönes Gefühl, wenn man abends schlafen geht. Und auch löchrige Bettlaken behalte ich und nutze die noch so lange, wie es geht. Weil gerade auch die in der Größe, die sind echt nicht günstig und die kann man ja noch benutzen, ne? Ist ja noch nicht so kaputt. Dann bei mir an der Seite wische ich dann auch einmal im Regal drüber. Zumindest grob. Ich habe jetzt nicht jedes einzelne Buch rausgenommen. Aber alles, was ich so jetzt, wo ich schnell dran gekommen bin, das habe ich jetzt einmal abgewischt. Ja, und wo man überall Tesafilmreste findet. Komisch. Und dann ist der Wickeltisch dran. Da habe ich ja die Regel, dass links immer die saubere Wäsche steht und rechts die dreckige. Und deswegen ist das hier einmal alles zum Zusammenfalten und zum Einräumen in die Fächer. Das ist auch wirklich fast alles, was wir an Kinderklamotten haben. Das sammelt sich dann immer an, bis alles leer ist. Dann wird es gewaschen und alles wieder eingeräumt. So wie jetzt halt. Ja, also Kinderklamotten, die von der kleinsten natürlich nur, meine ich mit Kinderklamotten. Aber ist ja logisch. Und dann beim Einräumen achte ich so ein bisschen schon drauf, dass die Sachen, die ich halt zuerst anziehen will, schon oben drauf liegen und nicht halt dann ganz unten drunter.
das Kleidchen, das habe ich dann eben da noch liegen lassen, weil ich geplant habe, ihr das dann anzuziehen. Und wenn ich schon mal hier am Wickeltisch stehe und sehe, dass die Windeln leer sind, dann fülle ich die direkt auf. Wir sind auch umgestiegen von den normalen Pampers, also von den normalen Windeln auf die Höschen. Das ist so viel praktischer. Da werden wir auch dabei bleiben. Und dann habe ich hier noch eine Kiste, da habe ich aussortierte Klamotten. Die habe ich neulich beim ganz normalen Wäscheeinräumen aussortiert von den Kindern und einfach in die Kiste reingeschmissen. Und jetzt nehme ich mir die Zeit und gehe jetzt nochmal die einzelnen Teile durch, sortiere, was ich aufheben möchte für die kleinste und welche Teile Altkleider kommen und welche in den Müll kommen. Ich versuche natürlich schon immer auch so viele Klamotten wie möglich zwischen den Kindern weiterzugeben. Aber es ist jetzt bei uns auch nicht so, dass die Kleinsten nur die alten Sachen von den Großen anziehen müssen, auf gar keinen Fall. Und da das meiste von den Klamotten geht ja auch wirklich mit der Zeit kaputt. Zumindest sind die momentan in so einem Alter. Da sind die Hosen, da muss ich die Hosen aussortieren, weil sie kaputt sind und nicht, weil sie zu klein geworden sind. Ja, das sind jetzt wirklich Pullis gewesen, die wirklich sehr, sehr beliebt waren bei den Kindern. Die haben auch schon beide getragen und jetzt vielleicht kommen sie ja noch ein drittes Mal zum Einsatz. So, jetzt ist die Kiste nur noch halb so voll wie vorher und die kommt jetzt bei uns in den Keller. So, normalerweise räume ich die Klamotten von meinem Mann nicht ein. Waschen und einräumen, das macht er schon selber. Aber heute war ein intensiver Aufräumtag und da habe ich das jetzt heute auch gerne gemacht. Und ich wollte auch einfach den Wäscheberg da weg haben. So, dann sauge ich das Schlafzimmer auch noch einmal aus. Da war ich auch nicht alleine im Schlafzimmer, wie man gesehen hat. Hat dann die Kamera ein bisschen gewackelt gerade, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, fertig. Das Schlafzimmer ist geschafft, zumindest bis aufs Bett noch neu beziehen, aber das ist jetzt erstmal so fertig. Und ja, also da fühlt man sich doch gleich viel wohler und bei dem Blick nach draußen verfliegt die Freude. Ja, der Flur ist noch etwas voller Wäscheberge. Also ich sortiere hier einmal heiße Wäsche und 40 Grad Wäsche und weiße Wäsche. So, dann schnappe ich mir den Haufen von meiner mittleren Tochter und räume dann erstmal die Sachen alle in die Schubladen und den Schrank wieder zurück. So, alles zusammenlegen und dann alles gemeinsam wieder in die Schublade einsortieren. Sie hat jetzt hier für ihre Klamotten die rechte Schublade, da sind Kleider und Pullover drin und links in der Schublade dann T-Shirts und Hosen. Und im Anschluss mache ich noch die Betten von den Kindern frisch. Was ist eigentlich mit dem Rest der Wäsche? Habe ich gerade meinen Fokus verloren und mich irgendwie ablenken lassen? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls mache ich jetzt erstmal die Betten sauber. Okay. Jetzt bin ich gerade selber gespannt, ob ich danach die Wäscheberge, die restlichen, auch noch weggeräumt habe oder nicht.
Okay, es bleibt spannend. Wir werden es gleich erfahren. Ab wie vielen Jahren musstet ihr eigentlich euer Bett selber machen? Oder ab wann müssen eure Kinder ihre Betten selber machen? Weil ich finde, das ist schon irgendwie so eine Sache, die ist als Kind einfach dreimal so schwierig wie für einen Erwachsenen. Auch wenn man das irgendwann lernen muss, ja, klar, ich weiß. Aber also für meine Kinder ist das noch viel zu schwierig, die Decken zu beziehen. Manchmal machen sie die Kissen mit oder die Bettlaken. Aber die Decken, das geht noch lange nicht. Die Fensterbretter von den Kindern werden jetzt auch noch einmal leergeräumt und abgewischt. Da sammelt sich ja auch immer so ein bisschen was an, was da so abgelegt wird. Und eben auch ganz viel Staub. So, das war's dann auch schon wieder im Kinderzimmer und ja, es ist wieder schön ordentlich. Ziel erreicht. So, die letzte Station für heute ist dann auch schon das Badezimmer und da steht allerhand rum und dadurch sieht es furchtbar unordentlich aus und jetzt kommt erstmal alles weg, was nicht ins Badezimmer gehört, beziehungsweise erstmal hier die großen Flächen hier freiräumen, weil da steht normalerweise nämlich gar nichts drauf. Da hat nichts zu stehen. Und das Klopapier kommt natürlich auch dahin, wo das Klopapier stehen soll. So, die Fläche ist komplett frei. Und dann liegen da noch einige andere Sachen rum im Bad. Die kommen natürlich auch noch weg. Badezimmer, Spielsachen, also Badewannen, Spielsachen. Alle in ein so ein kleines Behälterchen rein und auch das Kinderwaschbecken freiräumen, dass ich da besser dran komme zum Saubermachen. Und heute war es auch mal wieder an der Zeit, die beiden Mülleimer auszuleeren. Ich frage mich immer noch, was war jetzt mit der Wäsche im Flur? Ist sie gleich wie von Zauberhand verschwunden oder ist sie, kommt, ja, weil ich war ja danach fertig. Ja, vielleicht hat es die Kamera auch irgendwie geschluckt. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls wische ich das Waschbecken jetzt noch schön sauber ab. Dann mal wieder die Schublade, die bei der kleinsten Berührung von alleine aufgeht. Ja, nervig. Ist auch eine Sache, die ich nicht mehr kaufen würde im neuen Haus. Aber das erzählt einem ja vorher keiner. So, fertig. Das Badezimmer kann sich auch wieder sehen lassen. Der Müll kommt nach draußen und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr konntet etwas entspannen oder euch motivieren lassen. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.